Gate to Limbo! Wieder ein geiles Empfangskomitee. Das machen sie gerne hier in der dritten Episode, ne? Das sollte eigentlich schon das vorletzte Level sein hier. In der dritten Episode. Dann haben wir die auch schon durch. Also, ich hatte am Anfang der dritten Episode echt Bammel. Oh! Dass das schwieriger wird. Aber es hat sich dann, nachdem das zweite und dritte Level geschafft war, doch wieder relativiert von der Schwierigkeitsstufe her. Und es war noch nicht so heftig. Aber ich erwarte das Schlimmste für Episode 4, muss ich sagen. Okay, das war ja ein tolles Secret. Wahrscheinlich war es nicht mal ein Secret. Ich habe es gar nicht aufgepasst. Das sieht so unangenehm aus. Okay. Das ist noch verkraftbar. Diese drei kleinen Schlümpfe hier. In Pink. Gut, aber trotzdem, ich glaube, ich möchte lieber ein bisschen auf der Hut sein. Der hat mich leicht überrascht jetzt. So. Ja, noch mehr. Vielleicht ist es trotzdem gar nicht so schlimm, wie ich mir gerade gedacht habe, weil das sieht halt echt so wieder wie so ein Spawn-Ground. Tausende von Gegnern. Ah ja, ich trottel aus. Hier brauchen wir blaue Keys. Gut zu wissen. Ich gehe jetzt da noch nicht rüber. Brauche ich auch gar nicht. Ich habe ja genug Health, sehe ich gerade. Health. Ich bin Deutscher. Sprech das Englisch aus, wie es mir gefällt. I want some health, yes? Give me the health. And you, please shut the fuck up. Okay, Konzentration hier wieder. Ich glaube, dieser Pflock hier verbirgt ein Geheimnis. Auch nicht schon wieder so verwinkelt, Leute. Und auf enge Gänge stehe ich auch nicht. Da ist der blaue Schlüssel. Da passiert jetzt doch bestimmt wieder Sodom und Gomorra. Gomorra. Wenn ich den Key einsammle, oder? Soll ich euch sägen, Kumpels? Das mache ich sehr gerne für euch. So, das wäre erledigt. Ich gucke mich hier mal kurz um, bevor ich den Schlüssel einsammle. Gibt es noch so viel zu entdecken? Hallo? Diese scheiß Geknabber hier die ganze Zeit. Ach, meine Spezialfreunde. Okay, dann sammle ich mal das Zeug ein. Secret, sehr schön. Das ging wahrscheinlich davor auf. Die einfachen Secrets, die finde sogar ich. Da muss man nicht besonders helle für sein. Okay. Was passiert, wenn ich das hier aktiviere? Grab mal nix. Okay, da ging wieder was auf. Frage ist auch, ist das ein Teleporter oder so? Nee. Da ging gerade nochmal was auf. Ah, hier. Oh, nee. Leute. Ich freue mich mal auf so schöne Goodies und so. Ja, ich habe was gefunden. Ich werde belohnt. Ich werde tatsächlich belohnt, wenn ich die Fettsäcke da mal absolviert habe. Aber im Moment brauche ich das Ding noch gar nicht. Außer die ziehen mir jetzt wieder 1000 Energiepunkte ab. Oh, Gott im Himmel, die hageln mich da ein mit dem Scheiß. Einer muss doch jetzt bald mal fallen. Die halten ja auch ganz schön aus. Das ist die Fettschicht, die absorbiert. Das war dezent daneben gestraft. So, langsam aber sicher, ne? Zwei haben wir schon tot. Drei. Es fehlt noch der letzte. So, das war's. Die hebe ich mir noch auf. Wegen 14 Energiepunkten muss ich die jetzt nicht einsammeln. So, dann nehme ich mal den Key. Ich hoffe, das war das Einzige, was hier passiert. Okay. Nachdem das kein Teleporter ist, müssen wir, glaube ich, den Weg per Hand zurückfinden. Was mich mal interessieren würde, ist... Und dazu mache ich hier immer einen kleinen Save. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ah ja, okay, aber da fehlt uns noch der Key dazu. Na denn. Dann würde ich sagen, wieder zurück... Auch hier, da wird wahrscheinlich auch ein Key dahinter sein, also eine Tür für einen Key. Da drüben war der Eingang zum Blauen, ne? Da würde mich auch interessieren, was da ist, aber gut.
Eins nach dem anderen. Hallöle. Okay, da ist noch kein Rüberkommen. Und selbst wenn wir rüberkommen würden, brauchen wir, sah so aus wie der gelbe Key. Was gibt's hier? Schalter. Ach, Leute. Schade, ich dachte, ihr wird verskrischt jetzt. Was ist hier, wenn den Schalter aktiviert? Nix. Ah doch, okay, dann fährt sich die Brücke hier rüber. Aber wie gesagt, uns fehlt ja eh noch der Key, von daher bringt uns das noch gar nichts. Hier gibt's Cells. Gut, dann schauen wir mal in die andere blaue Tür rein. Ich habe jetzt so eine Ehrfurcht bekommen in dieser dritten Episode. Ja, solche Räume bedeuten ja nie was Gutes. So, mal ehrlich, wer hat es nicht kommen sehen? Aber gut, solange es noch zwei, drei Kekodiemen sind, das ist immer harmlos. Gerade in so offenen Räumen, wo man den gut ausweichen kann. So, Schmilz, es ist Sommer. Like ice in the sunshine. Like scheiß in the Scheiße. Okay. Müssen wir hier in die Grütze. Oh! So, ein Biosuit schon eingesammelt, obwohl ich das gar nicht wollte. So, dann schauen wir mal hier weiter. Rockets. Gut. Oh, sowas hasse ich. BFG und ein Secret. Na doll, jetzt sind wir wieder hier. Und haben einen Biosuit effektiv verschwendet. Das gibt mir aber erstmal die Möglichkeit, die Supercharge hier einzusammeln. Und mich mal da drüben umzugucken. Wo kein Weg rüberführt. Was haben wir hier denn Feines? Rote Tür, Specki, Health, rote Tür. Also mit der roten Keycard kommt man an so einige Orte, habe ich das Gefühl. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Ja, scheiße, wir kommen jetzt hier wieder rüber. Das ist ja... Hier sind ja Witzfiguren. Achso, da drüben sind Stufen, glaube ich, jetzt, ne? Ja, sehr gut. Ja, bevor ich hier weiter Endeavors mache, glaube ich, hier ist mal wieder ein guter Punkt, ein Savegame zu machen. Dann schaue ich hier mal nach links. Zum Glück halten diese Biosuits relativ lange. Hallo? Okay, hier gibt es auf jeden Fall genug. Das heißt, ich muss sogar einen nehmen, weil sonst... Na toll. Hier sollte man vielleicht auch ein bisschen nach Karte arbeiten. Das würde sich gerade so... Okay. Gucken, dass ich hier nicht versehentlich noch ein Biosuit einsammle. Da unten waren wir noch nicht. Stimmt's? Richtig. Also hier scheint es aber nichts zu geben. Das Secret haben wir gefunden. Das heißt, wir müssen da drüben irgendwo weiter. So, hier nochmal sicher durch, ohne den Suit aufzunehmen. Wir müssen nicht so verschwenden. Hier müssen wir sowieso einen nehmen, wenn wir in den Abschnitt hier wollen. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Irgendwas muss es ja hier geben, weil sonst geht es ja nirgends weiter. Ja, roter Key, das ist schon mal gut. Bevor ich da rausgehe, da hinten haben wir noch einen Abschnitt. In den Teleporter gehe ich mal nicht. Der wird uns, glaube ich, wieder da zurückbringen, wo uns der andere auch hingebracht hat. Aber ansonsten, doch, da hinten gibt es noch was. Hier. Ja, aber Sackgasse. Das heißt, wir haben das Labyrinth erfolgreich absolviert. Und ich gehe jetzt mal, öffne mal die Tür. Drück den Schalter. Das war anscheinend wohl auch notwendig. Und dann können wir mal durch den Teleporter gehen. Genau, da sind wir wieder hier. Das haben wir fast schon gedacht. Dann können wir hier mal in die Tür reinschauen. Okay. Die Freunde gleich mal weg. Freunde in Anführungszeichen. Kleinen Asker, ihr Maden, ihr Scheißhaufen. Gut, ich habe so das Gefühl, wir müssen in alle roten Türen rein und alle Schalter aktivieren. Ugh, einmal im Kreis gelaufen, ich Depp. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein.
Hä? Was? Hier ging's doch raus. Bin ich jetzt blöd? Ja, genau, hier ist der Mittelraum. Dann gehen wir mal nach da drüben. Da war nämlich... Falsches drüben. Aber hier gab's auch noch eine rote Tür. Von daher... Nee, das war... Doch, das war auch rot. Und da gibt's einen Teleporter. Der bringt uns bestimmt auch wieder da zurück. Kann das sein? Nee, das ist eine andere Secret Area. Und jetzt? Ich sehe den gelben Kida blitzen. Die Frage ist... Doch, das müsste klappen. Aber vorsichtshalber... Muss ich da sidestrafen? Wird das von mir verlangt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil, wie gesagt, es gibt ja Keyboard-Spiele. Die kommen da nicht so einfach rüber. Ich probiere es nochmal. Mit Anlauf und Schmackes scheint nicht zu gehen. Nochmal durch den Teleporter. Und hier durch die Grütze. Komm, nochmal den Biosuit eingesammelt. Dann gehen wir mal hier rüber. Halb Moment, war das jetzt überhaupt richtig? Nee, ich möchte hier rüber. Genau. Hier gab es nämlich auch noch Türen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Das bringt mir nichts. Pass mal auf. Yay! Das ist zu weit. Die Distanz passt nicht. Oder ich bin echt zu doof dafür. Ich weiß es nicht. Naja, scheint nicht zu gehen. Also, ja, dann nochmal raus hier. Oh, ist das irritierend hier. Okay. Mami, mag nicht mehr. Level doof. Will nach Hause. Ich stelle mich aber auch immer noch so blöd zusätzlich an, ne? Ah, okay, doch. Moment. Ach ja, stimmt, das sind zwei, ne? Jetzt frage ich mich aber echt, was ich hier tun muss. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Da hinten ist ein Schalter. Den hätte ich vielleicht aktivieren sollen, ne? Pass mal auf. Geh mal nochmal in den hier rein. Ja. Oh, ich bin so doof. Ja, genau. Es kann so einfach sein. Aber diese Schalter übersieht man halt auch so schnell. So, jetzt haben wir den gelben Key. Jetzt möchte ich hier erstmal wieder aus der Schlacke raus. So. Auf der Karte sehe ich jetzt, wo ich hin muss. Nach da oben. Okay. Das heißt... Ich glaube... Ich möchte erstmal hier rüber. Möchte ich das? Nee. Oder doch? Ich weiß nicht mehr, wie wir da oben hingekommen sind. Warte mal, ich gehe jetzt mal hierher. Nee. Scheiße, wie kommt man hier schnell wieder hin? Das war doch irgendeine Teleportation, glaube ich, ne? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Was für ein Stück war denn das da oben? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Das waren die Teleporter in die Schlacke? Moment, ich habe da so eine Idee. Ich möchte nochmal kurz saven. Das macht keinen Spaß, sowas. So, nochmal ein Suit. So, jetzt muss ich hier nochmal auf die Wundermap gucken. War das der Teleporter hier? Nee. Das kann ich mir natürlich aussuchen, ne? Ah, das sieht richtig aus. Nein, das sieht falsch aus. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das ist doch Kinderkacke mit Michael Schanze. Ich weiß nicht, ich mache mal einen kurzen Break, weil das hat keinen Sinn und ich bin wieder bei euch, wenn ich den Weg dorthin gefunden habe. So Leute, ich habe es gefunden, aber Mann, mit Verlaub, das ist ganz schöner Schmarrn. Also solche Level mag ich auch gar nicht, ich mag das Level auch jetzt überhaupt nicht zum Beispiel.
wo man sich alles irgendwie auswendig merken muss und Rätsel raten muss, wo was hingeht. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal im Mittelraum, gehen durch den Teleporter. Dort ist die erste von zwei gelben Türen. Wir müssen den Schalter aktivieren. Dann fährt sich eine Zugbrücke auf. Man sieht es von hier, die Brücke hier hat sich aufgefahren. Und wenn man die nicht auffährt, dann kommt man auch nicht ins Ziel. So, dann gibt es hier noch einen zweiten Teleporter. Und ich muss mich nochmal orientieren, wo der war. Das fängt nämlich schon wieder an. Der war nicht hier, sondern hier drüben, glaube ich, ne? Wir müssen, glaube ich, hier entlang, genau, und dann hier rein. Dort ist dann die zweite Türe. Hier noch ein bisschen Plasma. Und dann können wir hier ins Ziel. Ach, das Level hat mir nicht gefallen. Das ist einfach zu verwinkelt. Und das Verwinkelte ist nicht mal das Schlimme. Es ist einfach dieses Kryptische, was macht dieser Schalter und was macht diese Tür. Und ach, nicht mein Ding. Ich muss sagen, für mich jetzt das bis Abstand schlechteste Level, bis auf das Secret Level der zweiten Episode. Aber gut, wir haben alles 100% wenigstens geschafft. Dann sehen wir uns das nächste Mal in Dis. Bis dann.